Willkommen hier zu unserer Audi-Team-Karriere. Wir sind in Imola und heute steht auch der erste Sprint an für uns. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Rennen wird sehr actionreich werden, weil ich im Qualifying ein bisschen verkackt habe. Aber dazu natürlich gleich mehr. Wir haben hier eine tolle Strecke mit Imola oder auch der Emilia-Romagna, wie er ja eigentlich heißt, weil es die Provinz in San Marino ist, eine DRS-Zone, eher unbekannt als, oder eher nicht so bekannt als stark Überholmanöver, also eine Strecke, wo viel überholt wird, eher bekannt ist dafür, dass ja hier ziemliche Rennen abgehen. Wir starten hier in unseren Sprint rein, ich konnte mich nur auf den 9. Platz qualifizieren, hoffe aber, dass ich durch diesen Gleichmacher, durch diesen genialen Regen, der hier Fluch und Segen zugleich sein kann, hoffentlich kommen wir da ein bisschen weiter nach vorne. Alonso deckt hier natürlich ab, aber wir gehen hier irgendwie rein. Abonniert den Channel gern kostenlos. Ja, das war letzte Rille. Man sieht das so spät kommen, dass da wer rüberzieht oder so. Schaut doch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ich bin hier mal am Abdecken, aber auch leichten Pendler bekommen. Und da sind wir richtig drinnen. Einen Platz haben konnten wir gut machen. Das ist Pierre oder Fernando Alonso. Nein, das war Fernando Alonso. Und ja, jetzt wird es schwieriger. Ich denke mal, dass es jetzt eher semi wird, dass wir da überhaupt noch aufholen können, weil unser Auto wirklich oder ich hier ja auch Probleme generell im ganzen Wochenende hatte. Im Qualifying ging kaum was, auch im Training schon. Das hat sich schon im Training ein bisschen ja leider bewahrheitet, dass das Auto hier nicht so gut liegt. Das ist, liegt vielleicht auch daran, dass es eine Highspeed-Strecke ist. Also mal, um da vielleicht ein paar, ein paar Gründe zu finden, aber auch vielleicht, dass ich persönlich liebe die Strecke, aber generell, es ist echt schwierig hier voranzukommen natürlich, wenn man einmal ein Auto hat, das nicht eine Pace hat, aber wir konnten uns hier immerhin an Norris mit einem Herz dran robben, ja gut, konnten wir uns beweisen hier, aber das ist auch nicht schwierig in dieser Kurve, das Ding wird halt nach vorne hin, wird es kaum jetzt noch eine Verbesserung geben. Wir haben Checo Perez, wir haben Lewis Hamilton da vorne, also wirklich nur die Top 3 Teams und da wird schwierig werden, generell überhaupt noch was zu holen. Das Gute ist, wir haben, oder ich habe mein persönliches Ziel, mein Soll abgeschlossen. Ich wollte mindestens Top 6 werden und das haben wir auch geschafft. Ah, Top 7 werden, die Top 6 vor mir lassen. Ich meine, wir konnten noch hier ein bisschen zu Perez aufholen, aber das Wetter wurde irgendwie nicht besser. Meine Hoffnungen vielleicht, dass es ein bisschen trockener wird, dass wir dann eventuell noch irgendwie ein Durcheinander haben, wer welche Reifen nimmt, aber das kam leider alles nichts. Das Ding ist leider auch, wir haben im Rennen auch ein Regen vorhergesagt, also nicht zu Beginn, sondern es soll am Ende hin regnen und das könnte auf jeden Fall ein Vorteil für uns werden, weil wir sind natürlich ein Team, wo es nichts zu verlieren gibt. Also wir haben ja eigentlich im Grunde kein Top-Auto und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir vielleicht im Rennen was machen können. Es ist der 7. Platz geworden, wir konnten 2 Plätze aufholen. Norris schön überholt mit Alonso, waren wir eigentlich auch gut dran. 7. Platz sind immerhin 2 Punkte, darf man nicht vergessen, gibt es jetzt auch neu und das ist wichtig für ein Team wie unseres, dass wir hier punkten konnten. Aber jetzt gucken wir mal, was, ja, wo die anderen zum Starten werden. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Hamilton, Sergio Perez, der Professor, Norris, Fernando Alonso, Ricardo und Yuki Tsunoda. Gasly, Verstappen, hier gab es eine Gridstrafe. Valtteri Bottas und Magnussen, Joe, Ocon, Alexander Albon und Mick Schumacher, Vettel, Stroll, Oscar Piastri und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit, wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Vielen Dank, das war die Startaufstellung und wir starten hier direkt ins Rennen rein, ohne Pause, gehen wir hier weiter, keine Werbung. Und los geht's vom 6. Platz. Da hat anscheinend noch jemand eine Strafe bekommen, weil wir sind hier einen Platz nach vorgerückt. Links schert schon mal Norris aus, den geben wir Rad an Rad an. Aber ja, das war... Ich bekomme die Verwarnung. Na, guckt euch das mal an, was Norris hier denn aufführt. Ich habe keine Ahnung, ja, da geht Alonso wieder zurück.
weil er weiß, die nächste Kurve hätte nicht ihm gehört. Das ist mir die Kuh fahren. Aber Norris, ja, ich muss sagen, Frechheit siegt dann teilweise doch. Er hat sich bei mir da richtig vorbeigequetscht. Aber was dann bei Perez so abging, das war noch viel schlimmer. Das Ding ist halt auch, die Strecke ist unfassbar eng. Also wirklich, gerade der erste Sektor ist so eng. Und auch unten dieses Loch, da ist es wirklich unfassbar schwierig, wenn du gerade im Zweikampf bist, dass du dich da nicht berührst. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist es leider so. Und da müssen wir leider das erste Mal schon ausscheren. Aber ja, ich bin auf dem Gas runtergegangen. Man sieht da oben, die Zeit geht direkt wieder nach oben. Das Gute ist, dass Norris natürlich so ein kleiner, so ein ganz kleiner Bremsklotz sein wird, weil Norris eben nicht die Pace der Red Bull gehen kann. Und das könnte uns natürlich helfen. Hier gehe ich noch nicht rein, das wäre einfach viel zu fahrlässig, zu früh hier schon drauf zu halten. Aber wir werden natürlich auch unsere Möglichkeit noch bekommen, sollten wir im DS-Fenster bleiben und vor allem natürlich sollten wir generell da mithalten können. Aber guckt euch das an, gerade auch auf der Geraden, da können wir im Windschatten schon ordentlich mithalten, würde ich jetzt mal sagen. Erste Kurve ist eher semi gewesen hier. Da verlieren wir gleich mal wieder 1,5 Zehntel. Und jetzt heißt es natürlich nur warten, bis wir ins DRS-Fenster dürfen, um eben ja vorbeizukommen. So, wir sind noch ganz knapp im DRS-Fenster drin. Das ist grün im ersten Sektor. Aber der erste Sektor von mir gerade war unfassbar grottig. Also wirklich, das war komplette Katastrophe, um es ja in normalen Wörtern zu sagen. Und da müssen wir echt dranbleiben. Ich bin aber auch generell sehr stolz auf den Support, den wir aktuell auch auf YouTube Shorts haben. Ich bin ja da ganz, ganz neu mit Clips und so weiter. Und ich bin da echt sehr dankbar an alle, die da auch reinfolgen oder auch Likes und geben. Macht wirklich Spaß. Da kommen wir besser raus als Checo Perez. Und das ist mal ein Überholmanöver. Es ist, ja, mal eins. Lando könnten wir auch noch holen, aber mir fällt auch generell auf, dass gerade die Spitze hier nicht eine unfassbare Pace drauf hat. Also im Qualifying war es da viel schlimmer. Wir gucken uns die Start-Replay nochmal an, die eher semi-viel mit uns verlaufen ist. Wir haben da gleich mal 2 Plätze verloren. Man sieht aber auch, der zweite Mercedes ist unfassbar schlecht gestartet. Also wirklich, ich wollte auch nochmal Norris ein bisschen abdecken, aber das war viel zu spät. Man sieht es auch hier, Norris hält da voll drauf. Ja, da haben wir aber dann auch bei Alonso drauf gehalten. Also da muss ich auch wieder sagen, natürlich war das jetzt nicht gerade der gelungene Start. Das war echt eher scheiße. Ja, dann hier der kleine Fehler und da ist Alonso direkt da. Da musst du sagen, der Spanier ist wirklich genial, was sowas betrifft. Der ist auf Zack und gerade die ersten 5 Runden, da die eigentlich am wichtigsten fürs Rennen sind, da ist Alonso immer da und da kommt ein kleiner Quersteher von Lando Norris. Den können wir uns vermutlich jetzt eher noch nicht gönnen. Wir werden uns Norris jetzt mal zu... Na, das war ja wieder scheiße hier. Das war echt kacke. Ich hasse die Kurve. Wirklich, du lenkst ein und das Auto kommt direkt quer. Und das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen. Hier scheren wir noch nicht aus. Wir sind nicht dumm. Wir holen uns das DRS auf Start und Ziel und werden dann natürlich versuchen, hier mal einen guten Exit zu haben. Das war sehr gut. Und im Windschatten arbeiten wir uns hier an Lando Norris dran. Und das, ja, ich meine, das sollte ein easy Überholmanöver sein. Wir kommen hier gut durch. Er probiert jetzt bei uns nochmal ein bisschen rüber zu drücken. Aber ja, das war gut. Das war clean, das war sauber. Das erste gute Überholmanöver des heutigen Tages. 5. Platz. Wir könnten uns eigentlich schon zurücklehnen, uns einen Drink in die Hand nehmen und eigentlich sagen, jo, unser Soll ist erreicht. Ich möchte natürlich noch nach vorne, aber das wird schwierig. Die beiden Mercedes unfassbar stark und dann kommen die Ferraris, die nochmal stärker sind. Meine Frage ist nur, wo sind die Red Bulls an diesem Wochenende? Das ist gar nicht gut, was die da abliefern heute. Also die waren auch immer, generell die komplette Season schon, ist Red Bull jetzt nicht in Konkurrenz. Ja, es sind nicht konkurrenzfähig. Also ich weiß nicht genau, wo Red Bull ihre Pace gelassen hat. Ich suche sie mal kurz. Nein, Spaß, aber ich habe keine Ahnung, wo Red Bull hier, wo die stehen. Jetzt geht's in die Box rein. Ist natürlich dumm, ich hätte gerne eine Runde vorher gepittert, aber geht nicht. Also das sind alle reingekommen, auch Leclerc, Hamilton. Auch, dass sich da irgendwie gegenseitig blockieren, hat nicht funktioniert. Wir kommen hier wieder hinter Hamilton raus.
Vielleicht haben wir ein, zwei Zehntel gut gemacht, aber das, ja, ist eher minimal. Also wirklich, da brauche ich jetzt nicht hoffen, dass das die Welt ist. Das wird leider nicht die Welt sein. Aber gut, ich meine, wir probieren alles. Wir werden auch noch versuchen, hier auch an Hamilton vorbeizukommen. Aufgefallen ist mir auf jeden Fall, dass wir direkt eine halbe Sekunde gut gemacht haben. Aber auch bei Sainz hat man anscheinend, ja, da habe ich jetzt einen Fehler drin gehabt, aber bei Sainz hat man anscheinend einen groben Fehler gemacht. Russell ist direkt hinter uns, also länger draußen bleiben war nicht die beste Idee, was mir hier gerade auffällt. Carlos Sainz Jr. ist jetzt vor uns und das könnte bedeuten, dass wir Sainz vielleicht noch holen können. Also ich hoffe natürlich, 8 Runden sind noch zu gehen. Natürlich werden uns dann am Ende hin die Reifen fehlen, aber verteidigen können kann man auf dieser Strecke besser wie angreifen und das ist wichtig. 4. Platz, mit dem hätte ich absolut nicht gerechnet, dass wir hier den Giorgi schlagen können. Verstappen jetzt auch hier, der konnte dadurch auch ein bisschen aufholen, aber was auch generell auffällt ist, wir haben viele, viele Teamkollegen hintereinander. Wir hatten vorhin beide Ferrari hintereinander, beide Mercedes, beide Red Bull und beide McLaren sind hintereinander. Auch weiter hinten schaut es nicht. Auch beiden Aston Martin auch hintereinander. Also es sieht ziemlich geordnet hier aus. Also die Kräfteverhältnisse sind hier ziemlich, zwischen den Teamkollegen, sind hier ziemlich ausgeglichen. Wir konnten uns ins DS-Fenster reinarbeiten. Ich probiere hier eine andere Linie zu fahren. Wetterbericht mal gucken, wie lange es noch dauert, bis es regnet. Können wir hier an Carlos Sainz Jr. dranfahren. Und wir halten hier drauf. Aber nein. Es geht noch. Da kommt es zwar zu Berührung. Ich bekomme natürlich die Verwarnung für Kollision. Da kommt es zwar zu Berührung. Wir gucken uns nach in der Replay an, wer da schuld war. Ich meine, ich habe lange gebremst, aber er wollte auch lang draufbleiben. Wer beim Scheitel vorne war, müssen wir uns nachher angucken. Ich denke, ich war da beim Scheitel dran. Aber kann auch sein, dass Carlos da beim Scheitel näher an mir dran war oder noch vor mir war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also for real, I'm sorry. Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall war, aber dennoch, und es beginnt zu regnen und das 7 Runden vor Schluss, das kann natürlich nochmal eine hitzige Endphase bedeuten. Im Regen und dann noch verteidigen gegen einen Ferrari hinter dir, das wird close, das wird unfassbar tricky und sehr close, also wirklich sehr knapp wird das werden, den hinten zu halten. Das Gute ist natürlich, bei regnerischen Bedingungen wird es kein DRS geben, das kann uns helfen. Muss aber nicht. Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Auffallend ist auf jeden Fall, dass wir hier gerade besser unterwegs sind wie Carlos Sainz Jr., aber auch besser wie der Mercedes vor mir. Also gerade so diese Umstandsbedingungen gefallen unseren Auto anscheinend. Russell hat Sainz überholt, auch eine interessante Sache. Aber diese, ja, das war gar nicht gut hier. Gar nicht gut. So, wir sind jetzt Runde 11 und ja, es tut sich gar nichts. Der Rückstand zu Hamilton bleibt circa immer bei 2 Sekunden. Der Vorsprung zu Russell bleibt immer bei circa 1,3 Sekunden. Gucken wir uns den Replay an. Hier mal gegen Checo Perez und der war gut, besser rausgekommen, hab da mehr Risiko genommen, ähnlich wie Leclerc damals, aber ja, mit mehr Erfolg. So, dann kam natürlich ein guter Exit und dann konnten wir uns auch Norris holen.
Aber ja, auch hier in Runde 3 ähnlich. Natürlich mit DRS-Unterstützung konnten wir uns hier easy going Lando Norris sneaken. Aber das Interessantere kommt als nächstes dann. Ja, hier geht es dann neben ihn und da konnten wir auch easy going, da waren wir schon vorbei. Gut, aber jetzt kommt das mit Carlos Sainz. Noch nicht ganz hier. Die Aufnahme, ich liebe solche Aufnahmen. Ich vermehre doch gerne den Körper, weil der zieht mich immer rein. Also wirklich, der zieht einen immer wieder hier rein. So, aber jetzt kommt dann diese Szene, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben. Runde Nummer 9. Und da sind wir nun. Wir sind hier an ihm dran. Ich täusche rechts an, gehe dann rein in die Kurve. Wir waren beim Scheitel vorne. Also ich glaube schon. Ich glaube, wir waren da vorne. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wir haben mittlerweile Wet-Bedingungen. 15. von 16 Runden. Und jetzt heißt es wirklich nur noch Überleben bis zur Ziellinie. Wer jetzt reinfährt, hat verloren. Aber wer auch einen Spin macht oder einen einzigen Fehler, hat verloren. Also wir müssen hier jetzt unbedingt gewinnen. Oder wir müssen hier jetzt unbedingt, ich muss unbedingt fehlerfrei hier um die Strecke kommen. Ich meide jeglichen Curb, weil Curb heißt natürlich auch noch mehr rutschig als Strecke. Und das kann natürlich eher noch gefährlicher werden. Ich habe so Schiss, hier das wegzuwerfen, aber man sieht, die Konkurrenz hat auch zu kämpfen. Ein Hamilton hat gerade 6 Zehntel verloren, weil er auf Nummer sicher geht und da war der Spin. Genau, aber wirklich genau wie, Mann, wie Leclerc damals. Es ist wirklich unfahrbar gewesen. Dieser scheiß Spin hat uns hier das Podium gekostet. So knapp waren wir dran, aber es sind so abnormale Bedingungen, ach man, das war echt, ja, hier auch der Verbremser, aber dieser Spin hat uns gerade wirklich den wertvollen dritten Platz gekostet. Wie bitter ist das bitte, wie bitter. Schade, aber natürlich trotzdem Kopf in die Höhe, weiter tun, so, ja, ihr habt Russell sozusagen den dritten Platz. Ähnlich, wie gesagt, vorhin sage ich noch, bei Perez konnten wir es gut machen mit dem Risiko, hier fahre ich dann wirklich eher, wirklich nicht mal mit Vollgas drüber über den Körper. Und dann bist du weg. Das ist echt sehr traurig. Ja, retten wir das Ganze noch über die Ziellinie. Aber die Reifen sind natürlich auch durch. Wir hatten ältere Reifen. Ähnlich wie Hamilton und Leclerc. Aber die haben auch den Vorsprung zu den anderen. Ich musste da natürlich dranbleiben. War auch noch natürlich ein bisschen in Hoffnung, dass vielleicht Hamilton noch langsamer macht. Aber ja, Fehler passieren leider. Und das ist menschlich, Leute. Wir sind hier im letzten Sektor. Ja, ist mir eigentlich auch schon egal gewesen hier. Wir sind eher der Lucky oder nicht Lucky, also eher nur der Loser des Tages. Das war natürlich bitter. Das ist ein Tiefschlag oder echt ein Rückschlag für unser Team, dass ich hier so, ja, blöderweise das Podium weggeworfen habe. Sehr traurig, sehr traurig. Charles Leclerc gewinnt das Ganze vor Lewis Hamilton. Russell steht auch am Podium. Und auch ein Carlos Sainz Jr. kommt leider vor mir ins Ziel. Da war ich richtig abgefuckt bei diesem Moment. Ich bin es noch immer noch, ehrlich gesagt. Fünfter Platz ist stark. Aber der dritte wäre wirklich das Optimale gewesen. Das Beste, das Bestmögliche mit dem Auto an diesem Wochenende. Schade, schade, schade. Aber dennoch haben wir hier gut performt. Wir konnten mit den Großen mithalten, auch wenn es regnerische Bedingungen waren. Und jetzt ist auf einmal nichts mehr nass. Obwohl wir noch vor nicht mal 2 Minuten eine klitschnasse Strecke hatten, ist jetzt wieder alles trocken. Ich liebe Formel 1, nein, Spaß. Aber natürlich ist es echt schade. Ich habe hier diesen dritten Platz weggeworfen und ja, angesichts dessen kann man sagen, es war egal, ob ich oder Sainz schuld war. Ich habe ihn sozusagen in den Platz zurückgegeben. Ich meine, ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist Sarkasmus eher, aber trotzdem. Schade, schade, schade. Wir werden natürlich stärker zurückkommen, auch wenn Miami jetzt nicht meine stärkste Strecke ist und auch Portugal und auch Spanien und Monaco nicht meine stärksten Strecken sind, möchte ich natürlich alles dafür tun, den Sieg oder endlich mal unseren WM-Stand ein bisschen zu kaschieren, verbessern, verschönern. Aber heute ist mir das leider nicht gelungen. Hier freuen sich 2 Mercedes und ein Ferrari. Leider ist dieser Ferrari so verdammt schnell in dem Spiel gemacht. Das ist wirklich schon unecht schnell. Aber dennoch, wir waren gut, wir waren sehr gut und konnten hier echt gut performen. Fehler passieren und auch ein Leclerc ist nicht fehlerfrei. Wir wissen es vom letzten Jahr. Im Game vielleicht schon, aber in Wirklichkeit nicht. Ja, im Endeffekt sieht das leider nur 6. Platz. Wir kommen hiermit
18 Punkten raus, oder sind es 18? Sind 13 sogar nur. Genauso viele wie Max Verstappen. Das Gute ist, Perez holt weniger Punkte als die anderen der Top-Teams. Leclerc geht hier mit dem Maximum raus, holt den Sieg plus den Sprint-Sieg. Wir gehen immerhin mit der schnellsten Rennrunde raus und sind deswegen auch punktegleich mit Charles Leclerc. Max Verstappen. Es ist gut, mein Teamkollege leider keine Punkte geholt, aber auch ein Norris holt beim Sprint einen Punkt und 4 Punkte im Rennen. Das kann auf jeden Fall spaßig und spannend werden. Die Punkteverteilung ist gut für uns. Wir nehmen da zwar 20 Punkte weniger mit als die Spitze, aber können uns immer natürlich noch freuen über ein Mittelfeldteam, das hier richtig durchrasiert hat. Das war ein okayes Rennen, würde ich mal sagen, um es mit dem Titel okay zu beschreiben. Viel mehr ist es leider nicht, aber trotzdem. Wir verlieren hier nur den Podiumsplatz gegen Lando Norris, der leider unser Rivale ist, der ist unfassbar stark. Wir konnten ihn heute in Zaum halten, aber das wird nicht immer so passieren. Oscar Piastri, wir holen langsam auf dich, aber du bist immer noch nicht da, wo ich dich sehe. Ich möchte dich in den Punkten sehen auf jeden Fall und Doppelpunkte wären natürlich mal cool oder vielleicht sogar mal Doppelpodium, aber das sehe ich uns leider noch nicht. Ich schaffe es ja selbst da nicht hin und ich glaube auch ein Oscar Piastri wird es nicht gleich dahin schaffen. Sadala. Aber das war's für heute mal. Unfassbar, langes Rennen geht zu Ende, aber auch sehr spannend, spaßig. Nur leider mit einem Down-Faktor zum Schluss. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schaut gern vorbei auf unseren Social Media Channels. Aber vor allem schaut gerne auf TikTok vorbei. It's_Tobi. Unbedingt gerne. Jeden Tag neuer Stuff, neue News. Auch gerne auf IT_Gaming auf Instagram. Und wie immer sind alle Links unten in der Bio. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos, lasst gerne ein Daumen da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao.